Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Freunde, tschüss 2023. Ihr habt's richtig gehört, das letzte Video von diesem Jahr und ich beginne wieder Freestyle-mäßig in mir heraus. Keine Notizen, kein gar nichts. Ihr seht hier momentan gerade mein Zimmer, ich bin ein bisschen im Umbau und es wird jetzt kein krasses Umbau oder so, es ist halt wie ihr gerade hier seht, meine neue Tischplatte hier. Ich hatte vorher eine 2,46 Meter Platte, jetzt ist es 2 Meter geworden, weil ich einsparen muss. Und ja, Thema Einsparen. Ich war gerade bei meinem Lieblingsbäcker, habe 5 Brötchen, ein Berliner und ein Sesambrötchen gekauft, weil ich finde, dass es für mich der beste Bäcker aus meiner ganzen Stadt ist. Und als ich die Brötchen bezahlt habe, ist mir wirklich sehr schlecht geworden, in was für einem Zustand wir mittlerweile sind. Und das macht eigentlich schon jemanden Sorgen, wie man in der Zukunft halt weiter schauen kann. Denn billiger wird es halt auf gar keinen Fall mehr. Und 6,22 € für 6 Brötchen insgesamt und ein Berliner. Es ist schon sehr komisch und wenn ich mich noch so über erinnere, habe ich mal damals für meine Brötchen immer 25 Cent bezahlt. Mittlerweile sind wir bei 70 oder 80 Cent für ein Brötchen, was nicht mal meine ganze Hand, diese Größe meiner Hand hat. Und ja, das soll jetzt aber keine politische Schiene oder so sein. Mein Kanal richtet sich ganz klar auf Gaming-Content und Reactions, worauf ich Bock habe. Und natürlich auch irgendwann mal Vlogs und Verkostungen wie früher. Vielleicht kennen das noch einige OGs von euch. Und ja. Macht nur ein bisschen Breakdance in meinen Magen. Und ja. Müssen wir mal schauen, ne, wie es dann weitergeht. Ja. Auf jeden Fall wollte ich nochmal mich aus diesem Jahr verabschieden. Ich will dich nie wiedersehen. Dich braucht keiner mehr. Und ja, mach's gut. 2023, 2024 geht's weiter natürlich. Und FC momentan auch nur Durchfallergebnisse, die man momentan aus den Fußballnachrichten von denen liest. Und ja. Einiges wird noch dieses Jahr rauskommen an neuen Spielen. Wie gesagt, ich bin ja auf der PlayStation unterwegs und ich bin immer noch kein Besitzer einer PS5. Wird sich wohl der ein oder andere fragen, warum? Verschiedene Gründe. Manche haben Bock immer noch auf ihre PS4, manche haben keinen Bock auf PS4, wollen auf PS5. Ich würde auch gerne auf die PS5, aber mir macht die PS4 auch Spaß. Kann ich nicht anders erklären. Und ja, auf jeden Fall plane ich auch noch ein bisschen hier, wie gesagt, mein Zimmer hier zu umdekorieren. Hinter mir, was ihr seht, ist mein Bett. Und ja, hier habe ich jetzt einen Kratzbaum auch hingestellt. Das seht ihr aber nicht. Das werdet ihr irgendwann mal sehen, wenn ich irgendwann mal wieder streame, was ich aber nicht denke, weil ich mit Streaming komplett aufgehört habe. Beziehungsweise, ich will nicht aufhören sagen, sondern momentan macht es mir gar keinen Spaß mehr. Und puncto FC24 erst recht nicht. Ist ja auch das beste Game aller Zeiten vom Gameplay her. Mehr muss ich ja nicht dazu sagen. Und ja. Auf jeden Fall muss ich jetzt nochmal gucken, was jetzt als nächstes so ansteht. Also ich habe mir hier so geplant, also so grob jetzt, hinter mir so eine Couch, so einen kleinen Sofa hinzustellen. Neben den Sofas sollten so ein paar andere Sachen noch hin. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht, ich wollte das eigentlich nicht spoilern, aber ich mache so mir seit einigen Monaten intensive Gedanken, beziehungsweise seit über einem Jahr. Aber ja, wenn man was plant, dann kommen hunderte Sachen wieder dazu. Und ja, es ist halt schwer, das dann immer wieder umzusetzen. Auf jeden Fall das dazu. Wie kann man da weitermachen?
auf jeden Fall waren wir ja bei GTA 6 Trailer zuletzt dran gewesen. Also das letzte Video könnt ihr gerne nochmal abchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, ich freue mich extrem. Ich werde ein Video bringen. Das werdet ihr niemals, hättet ihr niemals damit gerechnet. Und die Rede ist nicht von San Andreas oder so. Es ist ein Video, was euch wirklich schockieren wird bezüglich GTA. Und die nächsten Story Games werde ich euch hier einblenden, die ich als nächstes spielen werde. Definitiv werden die kommen, aber vorher kommen noch einige Reactions, worauf ich jetzt so Bock habe, was auch die nächste Zeit kommen wird. Unten in meiner Videobeschreibung ist noch ein normaler Kanal, also beziehungsweise ist das eigentlich mein allererstes Kanal, mein allererster Kanal. Und da war, glaube ich, mein allererstes YouTube-Video, Vlog oder so gewesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da so Videos mache, wo kein Gameplay drin ist, also keine Spiele drin sind, oder ob ich noch alles hier machen soll. Das weiß ich noch nicht, da muss ich mich noch dazu entscheiden. Aber dennoch ist alles verlinkt. Ich würde mich gerne freuen, wenn ihr auch diesen Kanal abonniert. Und ja, auf jeden Fall. Hey Freunde, ich hoffe, ihr hattet gute Weihnachtsferien, Weihnachtsfeier mit euren Familien gehabt. Ich hätte so gerne auf eure Geschenke reacted, aber ja, wenn man inaktiv ist, dann muss man ja auch den Preis dafür bezahlen. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr schöne Geschenke bekommen habt. Und an die, die kein Weihnachten gefeiert haben oder so, meine Gedanken sind bei euch. Ihr seid nicht alleine. Und klar, ich selber feiere kein Weihnachten aus religiösen Gründen. Ich muss das ja nicht weiterhin erklären, ist ja verständlich. Aber trotzdem wünsche ich euch noch weiterhin gute Feiertage. Und ja, lasst es gern knallen an Silvester, obwohl ich Silvester auch schon seit Jahren draußen bin. Bei Wunderkerzen könnt ihr mich gerne noch haben. Und ja, da ich jetzt, wie gesagt, schon länger auf Silvester verzichte, mache mir einen gemütlichen hier, beziehungsweise im hinteren Nebenzimmer und gucke einen Film und dabei esse ich was Süßes oder ein paar Naschis. Ja, und Sport. Ich habe mit Sport angefangen und ich werde nicht mit Sport aufhören, ganz klar, denn ich habe Ziele vor Augen, die werdet ihr aber niemals erfahren. Ja, Freunde, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, auf jeden Fall für mehr solcher Content, lasst gerne bitte ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Würde mich super mega freuen. Und ja, wer noch mehr sehen möchte, beziehungsweise Videos schon gesehen hat und Bock auf Wiederholungen hat, gerne unten ein bisschen weiter scrollen. Dort findet ihr meinen Kanal. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Da bin ich draußen für 2023. Guten Rutsch an alle. Nicht zu tief, nicht zu weit rutschen. Und nicht seitlich, rückwärts, vorwärts, hinterwärts, was auch immer. Und ja, euer Reddit ist draußen und ciao.